Ein schönes Stück Geschichte. Ja, und wir bleiben musikalisch und künstlerisch, denn hier in Köln, da platzt die Musikhochschule aus allen Nähten. Mittlerweile studieren ja knapp 2000 Studenten an der größten Musikhochschule Europas, Tendenz steigend. Und deshalb muss jetzt Platz geschaffen werden. 35 Millionen Euro hat das Land schon bewilligt. Im nächsten Jahr soll dann gebaut werden. Und wofür das Geld so dringend benötigt wird, das haben wir uns mal angeschaut. Die Stunde schlägt, nun ist hier. Die Stunde schlägt, nun müsst ihr scheiden. Probe für die Zauberflöte. Dass ihr euch im hinteren Teil trefft. Also ihr kommt schon vorne auf die Bühne. Vorne auftritt und hinten dann treffen. Okay. Achtung! Sie spricht von Bühne, aber hier ist gar keine Bühne. Dies ist ein Mehrzweckraum. Die Bühne im großen Saal ist nämlich gerade durch Tänzer belegt. Für ein Tanzfestival in dieser Woche. Es findet in der Hochschule so viel statt, nur weil auch viel improvisiert wird. Plätze gefunden werden, wo sie eigentlich gar nicht sind. Wir sind hier viel zu knapp aufgestellt vom Platz her. Diese Hochschule ist mal für 800 Studierende hier am Standort Köln gebaut worden. Mittlerweile sind wir 1200. Da kann man sich vielleicht vorstellen, dass das nicht funktioniert. Einmal über die Straße rüber, da soll Platz für sie entstehen. In der ehemaligen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Sie wird saniert und daneben ein Neubau errichtet. Mit einem dringend benötigten Konzertsaal. Aber nicht nur in der Hochschule ist es eng. Sie ist auch noch quer übers Kunibertsviertel verteilt. Die Tänzer, die proben ganz weit weg. In Nippes. In einer früheren Schulturnhalle. Die Halle ist zum Tanzen ja noch ganz okay, das Drumherum dann aber doch arg improvisiert. Das Durcheinander aus Bällen, Matten, Instrumenten ist aber noch nicht mal das Problem, sondern der fehlende Austausch mit den anderen Studenten. Dass man nicht so richtig mitgekriegt hat, was die Musiker machen und die Musiker, was die Tänzer machen. Ja, was eigentlich auch sehr schade ist, weil man sehr gut die beiden Abteilungen miteinander verbinden könnte und tolle Sachen auch zusammen machen könnte, in Workshops oder sonstigen Sachen. Aber ja, wir hoffen, dass das besser wird, sobald der Neubau da ist. Zurück ins Kunibertsviertel. Giuseppe Verdi muss gerade mal warten. Der Rektor ist zu Besuch bei der Gesangsprofessorin Brigitte Lindner. Tatsächlich zu Besuch, denn auch sein Büro ist nicht in der Hochschule, kein Platz. Aber das soll sich ja alles ändern, damit nicht ständig Instrumente von hier nach da und wieder zurückgebracht werden müssen. Das wird ein Gelände sein, das ist ein großer Glücksfall, dass eben die ehemalige Fachhochschule für öffentliche Verwaltung für uns eben hergerichtet wird, aber eben auch ein Neubau genau zwischen den beiden Gebäuden entstehen wird, sodass wir hier tatsächlich eine Campus-Situation hier im Kunibertsviertel haben werden.